Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? So, ein stabiler, schöner Sonntag mit Gottesdiensten rundum im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ja, sie singen jeden Tag Wort zum Tag oder so heißt das ja. Ne? Das ist schon klasse, was die Kirchen da hinbekommen in ihren Rundfunkräten. Die Kirchen haben richtig gute Rundfunkräte im Gegensatz zu Parteien und Gewerkschaften. Wenn die sagen, oh Gott, Herr Pfarrer, wäre doch mal ein Thema, dann spuren die Redakteure, aber sag ich dir. Und die anderen machen mit, weil die gehören ja dann auch noch christlichen Parteien an oder sind Ja. richtig schön gut evangelisch, wie in der SPD. Ja. Mein Respekt an die Damen und Herren Rundfunkräte. Ja, während so ein Gottschalk so eine Laberbacke zum Promoten von seinem Unfug in den Öffentlich-Rechtlichen kommt, im WDR, und sagt, oh, ich freue mich immer, wenn die AfD mich lobt. Ist doch egal, wer mich lobt. Ja, genau. Der nimmt jedes Lob noch mit, weil viel kriegt er nicht mehr, bis er in die Kiste springt. Das wollen wir mal. Dagegen gestern fand ich, ich bin dann komischerweise hängen geblieben. Es gab ja, verstehen Sie, Spaß mit Barbara Schöneberger. Okay. Die ist als, ja, wie heißt die englische Sängerin noch? Ja, zumindest jeder hat sie als solche in München erkannt, ja. Und sogar die Bild-Zeitung hat berichtet, alle Fernsehsender. Ja. Sie ist da als ja, wie heißen die noch? Also ich bin viel zu alt für diese modernen Sängerinnen. Nee, ich hab leider Keiner hat sie erkannt. Ich komme noch drauf, ich sag's dir, nicht Madonna. Wie heißt die andere dann noch? Nee, also ich kenne Shakira, ich kenne ach alle möglichen, aber ich bringe die Namen jetzt auch nicht hin. Also bin auch zu erkältet immer noch. Es ist und verschnupft. Das war nicht toll. Das war nicht toll. Da kann man mal sehen, wie blöd die Menschheit ist. Ja. Ich meine, sie ist auch einigermaßen füllig. Hat sich ein schwarzes Kleid angezogen, sie hat eh schon lange blonde Haare, hat sich einen großen Hut angezogen, ist mit Bodyguards durch München und hat überall Shakehands gemacht, oder zumindest wie die Queen. Ja. Und alle Leute haben Selfies gemacht und die Presse war da Wunderbar. und die Kamerateams haben gefilmt und überall war sie drinne, obwohl sie das ja gar nicht war. Ja, und davon träumt Gottschalk auch noch. Das Problem ist Nee, ja, Gottschalk, aber. sieht im echten Leben etwas älter aus. Ja, genau. Also das ist, die CDU hat ja sich hat sich's auch gegeben am Wochenende. Nee, die CSU war es ja, ne? Die alten Herren, die alten Flaschen, haben ihren alten Wein in selbigen Flaschen versucht an den Mann zu bringen. Ne? Söder. Der Söder ist ja eigentlich Franke und die haben ja eigentlich guten Wein. Also, Das und die stimmt, Bayern, das der sind stimmt. ja eher mit Bier trinken. Also, das hat nicht geklappt mit dem alten Wein und wird auch nicht klappen. Nee, 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 nee. Also der Fritze, das wird auch nichts mehr mit dem Merz. Also mit den Ideen des Merz, das ist so wie mit den Ideen des vorletzten Jahrhunderts. Die sind nicht mehr au jour, die sind einfach weg. Also, die CDU ist auf einem ganz gefährlichen Kurs, denn sie wird es ja irgendwann mit den Grünen machen müssen. Also die werden Ja. mit dabei sein, Ja. wahrscheinlich. Ja? Also mehr als 5% kriegen die Grünen, ja. Ja. Aber ob es dann auch zu einer Zweierkoalition noch langt, weil so wie die CDU sich den demokratischen anderen Parteien versagt, hat sie keine Optionen mehr, ja. Und entweder die Leute wählen dann richtig rechts, dann haben wir eine rechte Ja, Mehrheit im Bundestag. ja, ja. Und Dann muss ich jetzt schon sagen, ja. Fritz Merz hast du gut hingekriegt, du hast frühzeitig angefangen, Ja. darum zu betteln, dass es eine Ja, AfD-BSW-Mehrheit gibt. Ja. Rudi, der Merz macht einfach weiter da, wo Merkel aufgehört hat. Also wenn wir jetzt den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten glauben, dann haben wir ja einen Investitionsstau von über den Daumen gerechnet 700 bis 1000 Milliarden Euro, ja. Ich glaube, es sind mehr. Ja, es sind wahrscheinlich mehr. Ich sage ja, es ist konservativ gerechnet, ja. Also das, was uns Merkel an Investitionsstau und Zukunftsbremse hinterlässt, ist nur noch erschreckend, ja. Und die tun dann so, als hätten sie alles getan, um genau das zu verhindern. Das Gegenteil haben sie gemacht, Uli. Sie haben immer wieder weitergeschoben. Sie haben sind sitzen geblieben. Sie wollten aussitzen, ja. Und das Ja, ganze was Gegenteil. haben Sie gemacht? Sie haben schwarze Nullen produziert. Schwarze Angefangen Null. bei Amthor, weiter über Merz und dann noch der blau-weiße Söder. Drei dicke schwarze Schwarze Nullen. Null.
Ja, und So. die wollen jetzt die Regierung übernehmen. Endlich was Neues wollen sie machen. Endlich was Neues. Ja, das ist ja nicht Ja mehr gut, auszuhalten. egal. Es ist nicht mehr Und alles auszuhalten. ohne Kinder künftig, weil Kriegskredite sind halt wichtiger als Investitionen in Kitas. Ja, Dass da so. 4 Milliarden, die der Bund da jetzt gibt für Ja. bessere Qualität, ja, was die Ja. Länder nicht mehr verrechnen können mit niedrigeren Ja. Kita-Gebühren, also die Kommunen, Ja. die Länder können das ja sowieso nicht. Ja. Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Ja, natürlich. Wenn man will, dass Männer und Frauen gleichberechtigt arbeiten gehen, dass die Frauenerwerbsquote nach oben geht, wenn man will, dass Familien ordentlich leben können, dann muss man ihnen auch die Gelegenheit geben, die Kinder qualitativ hochwertig unterzubringen. Und Ja. da ist nichts in Sicht oder wenig in Sicht, sagen wir mal, für Jeder Arbeit. investierte Euro bei den Kindern kommt vierfach zurück. Also So kriege ist ich das. 4 Euro raus. So ist das. Jeder Euro, der in ein Kriegsgerät Kommt gar nicht geht, mehr. ist verballert. Ja. Da kommt gar nichts zurück, außer ein paar Profite für die Rüstungsindustrie. Ich Und ein will Haufen Tote. nicht sagen, dass wir die Ukraine nicht unterstützen sollen. Das müssen Nein, wir auch. nein. Sehen, dass der Krieg so schnell wie möglich zu Ende ist. Ja? So ist es. Aber. Naja, wir haben ja wirkliche Koryphäen an der Arbeit. Auch ja, für Verkehrsminister, dieser Wissing, oder ich weiß gar nicht, wie er jetzt richtig heißt. Nein, 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 nein. Blumenkohl und Weißkohl fliegen nicht. Ja, genau. Aber Wirsing will fliegen. Ja, also der denkt ja, Flugtaxis wären die Lösung. Wir brauchen keine Brücken mehr. Wir brauchen keine Straßen. Infrastruktur bei der Bahn schon gleich gar nicht. Wir kriegen Lufttaxis. Die fördern wir jetzt auch nochmal. Ich habe gehört, da gäbe es auch wirtschaftliche Verknüpfungen. Aber ich will das jetzt nicht behaupten. Ich habe Ja, das ja, klar. nur Die anderen machen gehört. es ja auch. Ist ja Ich klar. fände Lufttaxis wirklich schnucklig. Also die könnten hier bei mir vorm Fenster landen, oder stehen bleiben und ich steige dann rüber oder auf den Balkon. Ja. Und dann fliegen wir einfach weiter. Ne? Und Ja, da bist du in 10 Minuten, Viertelstunde bist du in Frankfurt. Ja. genau, wäre ich dann bei dir. Und So. auch die Lufthansa ist ja wichtige Infrastruktur, wenn man von Frankfurt nach Berlin. Mit dem Zug, mit dem guten Zug, mit so einem japanischen, würde das keine 3 Stunden dauern, und auch mit dem französischen nicht. Eine zwei würde das dauern. Genau, auch mit dem französischen nicht. Aber da brauchen wir ja als Standortfaktor die Lufthansa. Das ist schon Ja. sauber, sage ich der Ja, Politik. das Sauber Problem bei der gemacht. Lufthansa ist immer noch, wir sind im Zentrum Europas. Die Lufthansa zieht immer noch europäische Fluggäste an für ihre Langstreckenflüge und das macht ungefähr 40 bis 50% der gesamten Fernstreckenkapazität aus. Also da ist schon etwas, was man bedenken muss, aber ja, Nein, du, ich will die mich anderen jetzt sind so viel billiger gar nicht. auch gar nicht gegen Flugverkehr aussprechen. Wenn es eine gewisse Strecke Länge überschreitet, dann macht das sicherlich Sinn. Aber wenn man die Bahn so ja, sauen lässt, so verkommen lässt, wie es die Bundesregierung und der Dobrindt, Scheuer und der CDU/CSU gemacht haben und die FDP das nur fortsetzt, dann muss ich mal Schlechtleistung ja. Quittieren, ja. Und das war nicht meine Erwartungshaltung, als diese Koalition ans Werk gegangen ist an die FDP, sondern da hätte ich mir schon ein bisschen mehr erwartet. Naja, Ja, so wir wie haben ja auch noch ein Sonntag. Jubiläum. Wir haben ja noch ein Jubiläum. Neben Ja. sonntäglichem Gottesdienst können wir 75 Jahre Deutscher Gewerkschaftsbund feiern, was ja nicht so schlecht ist. Zumindest hat der Kanzler da sehr deutliche Worte gefunden. Das hat er sehr nett gemacht. Ja. Das war das Mindeste, was man erwarten durfte als Sozialdemokrat. Wo bleiben da eigentlich die lobenden Worte von Fritze Merz und Söder und wie sie alle heißen? Das ist eine gute Frage. Ich frage mich auch, wo die Klugscheißer bleiben, die gern Tariflöhne mitnehmen, angeblich vielleicht sogar außertariflich bezahlt werden, sich aber nicht solidarisch genug zeigen, mal 1% von ihrem Monatslohn abzugeben, damit man das ordentlich organisieren kann. Naja, Verdi und IG Metall sind ja gerade in der Tarifauseinandersetzung. Jeder hat die Chance, da Mitglied zu werden und die Gewerkschaften aktiv zu unterstützen, auch bei den kommenden Streiks, bei den Auseinandersetzungen.
Tariflöhne fallen nicht vom Himmel, kommen nicht vom Mond, sondern dafür muss man eintreten und mitmachen. Mitmachen genauso wie bei uns. Mitmachen. Unten könnt ihr auf jeden Fall abonnieren. Ja, einfach machen.